So, okay, dann schauen wir mal. Inka kommt. Und jetzt gucken wir mal. Ich habe ihm jetzt geschrieben, dass ich zwei Packs pull. Ich habe Inka drin. Die ziehen wir dann einfach in diesen ersten Ding rein. Okay, der andere hat geroared. Die pullen wir her. Achso, wir haben diesen komischen Debuff, ne? Die dürfen nicht alle gleichzeitig sterben. Das sollte hoffentlich passen. Ich habe jetzt nicht geschaut, was haben wir denn für eine Gruppenaufstellung? Wir haben eine Eule, so wie ich das sehe. Ah, die Kleinen stacken nicht. Okay. Gut. Aber wir haben leider... Oh boy. Jetzt werden wir richtig... Ich habe jetzt mal... Okay, wir haben gar nicht so viele gekriegt. Das ist ein bisschen schwer für mich einzuschätzen, ne? Was jetzt quasi den Stack auslöst und was ihn nicht auslöst. Anscheinend viele der kleinen Mobs lösen ihn nicht aus. Ach, okay, da war die Falle. Hab ich die Falle? Ne, die Falle habe ich nicht getriggert. Aber die machen ganz gut Schaden, ne? Also das sieht... unser Schaden sieht soweit gut aus, muss ich sagen. Halt, ich muss noch einen kleinen dazu pullen. Den hier. Also ich habe hier... Ich habe hier nicht eine perfekte Taktik für die Inni tatsächlich, aber eine halbwegs gute, würde ich jetzt mal sagen. Na super, jetzt charge er gerade weg und jetzt habe ich mein Schild draufgehauen, ne? Hm. Also hier will ich die jetzt skippen für den Pride dann. Schauen wir mal, der eine läuft gerade rum. Ich hab geschrieben, dass wir die skippen wollen. Also das wird jetzt sehr interessant bei den Bossen, das kann ich ja schon mal sagen. Hm. Aber unser, also, ne, soweit beim Trash schaut der Schaden schon mal gut aus. Werden wir jetzt dann gleich sehen, ob wir auch guten Boss-Damage haben. Na gut, jetzt haben wir beide den gleichen gekickt. Eher suboptimal. Ich glaube, ich muss ein bisschen die Orbs mitspielen, ne? Das klappt jetzt bei unserer Aufstellung nicht so ganz gut. Jetzt nochmal, wir haben eine Eule, dann haben wir einen Shadow Priest und einen... Haben wir einen Ele? Haben wir überhaupt keinen Melee? Oh, das wird ungünstig in der Instanz. Das... Hinten hast du so Mobs, die ganze Zeit silenzen. Ah, ich glaube, das wird ziemlich ätzend werden. Vielleicht liege ich falsch, aber mit wenig Kicks ist die Inni, glaube ich, nicht so geil. Tatsächlich. Aber mal gucken. Ich bin eigentlich der Einzige, der einen schnellen Kick hat, ne? Die anderen haben, glaube ich... Wie lang ist denn das? Ich glaube, 22 Sekunden am Caster, oder? Irgendwie sowas? 24? Also relativ langen Counter. Aber der Shadow, der kann doch Master Spell, oder? Kann der Shadow den Debuff runternehmen? Ich bin gerade überlegen, weil früher konntest du den ja nicht... konntest du den ja nicht runternehmen, ne? Eigentlich müsste jetzt mit Master Spell das gehen. Wenn ich gerade so überlege... Ja, kann ich. Echt? Du, dann ist ja Shadow die Woche richtig stark, wenn du dabei hast. Wie lange hat Master Spell Abklingzeit? Ele hat 8 Sekunden CD. Ach so, hat... ach, alle Ele... Ach stimmt, Ele hat ja immer Range Kick, ne? Stimmt, da war ja was. Auch in der Arena. Da hast du schön den quasi... Ich wollte nicht Ele-Heiler sagen, Shami-Heiler. Du solltest ein bisschen rübergehen, ja, genau. Ah, fuck, ich habe ihn Mist erwischt. Ernsthaft? Ist der Heiler jetzt gerade geprockt? Ich bin außer Reichweite. Oh, da war noch ein kleiner.
Schauen wir mal. Oh, der Boss haut schon jetzt hier richtig raus. Konnte ich den mal nochmal? Jetzt habe ich hier blöderweise meine Cooldowns schon rausgehauen. Ich habe jetzt halt gerade echt nichts ready. Die anderen werden alle hinterlaufen. Ich laufe hier hin. Und sorg meins sofort. Weil der charge sonst eh zu mir. Mach mal das weg. Okay, mein Schild ziehe ich jetzt mal noch. Warte mal, habe ich schon wieder den Heiler-Bug, dass ich nicht sehe, was der an Mana hat. Ach, der hat 100% Mana? Okay. Okay, nee, der hatte einfach 100% Mana. Jetzt habe ich nichts mehr. Jetzt muss ich mal wollen. Ziehen wir Dings auch noch. Ich hab... Alter. Hütet euch. Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher ran. Das ist zu weit. Ja, eine Orb müssen sie jetzt aufsammeln. Ich wollte jetzt mal. Alter. Inka? Nee, Inka waste ich jetzt dafür nicht. Fuck, jetzt habe ich vergessen. Brauche ich die ein oder brauche ich sie nicht? Nee, ich habe mir eine Route zurechtgelegt, wie ich spielen will. Warte mal, die brauchte ich nicht, ne? Ich muss alle Mobs hier machen und rechts zwei Gruppen, glaube ich, pullen. Genau so war es, dass es mir ausgeht. Wobei, bei Boss Buff willst du wahrscheinlich eh einen Pride bei dem einen Viech haben, hätte ich gesagt. Ah, ich hätte mir jetzt nochmal eine Dings machen sollen, fällt mir gerade ein. Nochmal eine Route angucken, aber der eine hat es gleich losgelegt. Naja, gut, scheiß drauf. Normalerweise kannst du hier auch was mit Invis-Pots und so machen. Aber in der Random-Gruppe kannst du es knicken, ne? Das klappt halt nie. Wenn du irgendwie dann mit Invis anfängst, das... Na. Zieh den jetzt absichtlich dahinter, dass sie nicht davor stehen. Okay, gut, das haben sie sich außenrum verteilt. Das, gut, wir haben eh keinen Melee, ne? Weil der cleaved halt hier. Aber das Ätzende für mich jetzt wird sein, dass ich dann ein bisschen wenig Space habe. Na, irgendwo es geht. Die einen, die werde ich jetzt alle zurückpullen. Ich weiß jetzt halt nicht, ob... Aber ich denke mal, der eine hat keine Trees dabei, ne? Ich weiß nicht, Trees sind so, so stark. Also ich liebe ja Trees, ne? Aber die wenigsten Eulen spielen leider mit Trees, warum auch immer. Bei diesen Kettentypen ist es halt richtig nice, wenn du lauter Caster hast, weil die brechen halt instant, wenn du auf Range stehst, ne? Da muss nämlich nur ich weglaufen. Okay, der eine steht halt nah. Warum auch immer. Nee, komm mal weg. Ich will die da hinten ziehen, weil kommt nämlich immer die Putt noch. Die Putt kommt da. Ich habe keinen Bock, die beiden zu adden, tatsächlich. Da habe ich einfach keinen Bock drauf. So, komm, jetzt ziehen wir mal mein Schild einmal rein hier. Stellt am besten bei den Mobs einfach auf Max Range stehen, dann brechen die Ketten instant, dann hast du da gar keinen Stress aus Range, dann ist das so easy. Das ist eigentlich nur für Melees und einen Tank halt nervig, ne? Weil die Ketten die hauen richtig raus. Die Ketten hauen richtig raus. Den kannst du normalerweise auch skippen, aber... Ich müsste eigentlich hier und die anderen ziehe ich da nach hinten. Oh fuck, jetzt habe ich ein bisschen was verkackt hier. Ah, sind noch rausgekommen. Also auf den nächsten Boss bin ich echt gespannt, ne?
Wir müssen den einen noch kicken, ja. Ich bin echt ein bisschen besorgt, ich sag's euch ganz ehrlich, weil... Ich muss jetzt leider weglaufen mit den Ketten. Bin dann immer ein bisschen besorgt. Euch werde ich noch Demut beibringen. Wenn da so blöde Räume sind, jetzt laufe ich mal hier so. Super, jetzt habe ich den erwischt. Der Heiler, ne? No! War das jetzt die Rache von ihm, oder? Weil ich ihn um... Komm, jetzt hau ich mein Schild mal drauf. Eine kleine Rache mit drauf. Schauen wir mal, ob die Kleinen hier auch stacken oder wie das aussieht. Die ätzenden Sachen kommen halt hier leider so ein bisschen hinten raus, ne? Also der nächste Boss, der ist halt richtig ätzend. Und, ja. Also wir brauchen halt hier zwei extra Packs, ne? Wir können den vor oder nach dem... Ich muss näher ran. Wir können das vor oder nach dem Boss machen, das bleibt sich eigentlich gleich. Ja, der Bär sieht nice aus, ne? Aber den gibt's leider nicht mehr. Den hast du nur in dem Mage Tower Event spielen können, ne? Damals in Legion. Und das haben sie leider mit Ende Legion rausgenommen und seitdem... Super, jetzt haben wir natürlich die Putt. Wenn du da nicht weggehst, dann werden wir adden. Aber gut, wir den einen, den können wir jetzt eigentlich... Die können wir eigentlich mitnehmen. Eigentlich gar kein Stress. Also ich pull hier relativ vorsichtig, ne? Das ist Trash-Buff. Wir könnten eigentlich theoretisch ganz easy auch mal zwei Gruppen zusammenpullen. Vor allem, wenn ich Inka laufen habe. Sollte eigentlich kein Stress sein, aber... Ja... Normalerweise, wenn man es clean runterspielt, musst du so Spirenzchen nicht machen, ne, dass du Sachen zusammenpulst und so. Was, nicht drüber reden, bitte. Ja, okay. Meinst du mit Mage Tower Skin, ne? Dass man den nicht mehr kriegen kann? Ja, ist halt bisschen blöd. Machst du nix. Den tun wir nochmal desorientieren. In 2 haben wir nochmal einen Pride. Okay. Ach so, er hat hier nochmal einen Teil aktiviert. Ich bin außer Reichweite. Hab ich jetzt ehrlich gesagt. Aber jetzt haben wir halt hier die Fläche drin. Alter. Das hab ich jetzt leider nicht. Den müssten wir halt. Ja, das ist halt jetzt alles voll gesuppt. Ich muss näher ran. Ich habe kein Ziel. Na, den kriegen wir da nicht raus. Dann müsste ich. Müsste ich nach Polen laufen. Da haben wir halt einen Stack gekriegt, ja. Werde ich noch Demut beibringen. Es ist halt die Frage, was meint ihr ist besser? Sollen wir den Boss ohne Pride Buff spielen? Oder sollen wir nochmal extra Trash machen und dann wahrscheinlich ein bisschen overcappen, dafür Pride Buff bei dem Boss haben? Also ich hätte ganz gern den Pride Buff eigentlich, aber no way. Also du meinst, wir brauchen Pride.
Aber dann... Wir haben... Also müssen eh noch zwei Packs machen. Fuck, jetzt wollte ich gerade schreiben, aber während den... Lass vorbeilaufen. Wir müssen eh noch welche machen. Die müssten eigentlich reichen. Das sind jetzt zwei Packs, ne? Also ich würde fast noch auf den Pride gehen. Vielleicht haben wir ja eine Skip-Möglichkeit. Bei den Boss, also das ist schon einer der härtesten Bosse, wenn du da keinen Pride hast, ist schon richtig ätzend. Die Frage, wie viel brauchen wir jetzt? Haben wir noch knappe 10% brauchen wir jetzt noch? Normalerweise spiele ich es halt einen Ticken anders. Würde jetzt halt mit den Prozenten bisschen ätzen tatsächlich. Eine Gruppe brauchen wir danach noch. Vielleicht haben ja die Leute Invis dabei, dann können wir nachher die Kackmobs skippen. Das wäre vielleicht nur eine Geschichte. Weil sonst sind wir halt wahrscheinlich 10% Overcap. Oh, jetzt habe ich einen falschen interrupted. Okay, die brauchen wir noch und dann haben wir es. Ich versuche die ein bisschen zurückzuziehen. Aber der eine Mob, dass wir den Pride dann halt... Ja, der steht da ganz hinten. Laufen wir mal noch ein bisschen. Haben wir Pride, HT. Ich bin außer Reichweite. Nein, die haben geaddet. Das jetzt bitte. Ah nee, uns fehlen 0,5, fehlen uns. Oh boy, das habe ich nicht gesehen. Ich dachte, das reicht. Naja, scheiße. Ich dachte, wir kommen genau hin mit denen, aber 0,5 zu wenig. Das ist halt jetzt richtig bitter. Richtig, richtig bitter. Was ihr auch tut, ihr zögert das Unvermeidliche nur hinaus. Okay, warte, ich stelle mich hier hin. So, bei dem Boss entscheidet sich's halt jetzt, ne? Wir müssen dann aber auf die andere Seite rüber, weil da haben wir mehr Trash gelegt. Okay, links, rechts. Okay, ich zieh nochmal Ding.
Habe ich schon gesagt, dass ich den Boss abgründisch hasse? Ich will ihn ein bisschen hinterziehen, dass es passt von den, dass wir da ein bisschen weg sind. Ist immer so ätzend, wenn da noch Mobs drin sind, ne? Und mit meinem Cleave, ne? Ich habe halt richtig weite Cleave-Range. Da habe ich echt immer so Schiss, dass ich da was adde. Aber das haben wir jetzt alle sauber runtergespielt, ne? Das ist eine gute Gruppe. Aber es ist eigentlich nicht schwer, links-rechts laufen. Jetzt Free Key, sagst du? Warte mal ab, ne? Halt, warte mal, hier geht's lang. Ich hab's bei dem nächsten Boss, hab ich's mit einer Gruppe, dachte ich auch, dass es jetzt free ist, mit einer Gruppe schon verkackt, weil die den Boss nicht richtig runtergespielt haben. Also, so ganz free ist das tatsächlich nicht. Wir sind dann bei dem Boss hier gewiped tatsächlich. Ich muss näher ran. Ah, ich muss mein Trinket nochmal ziehen. Sehe ich gerade. Was, der dritte ist der schwerste? Ich dachte immer, also ich fand immer, der zweite ist der schwerste. Echt? Okay. Na gut, wenn ihr auch meint, der dritte ist der schwerste. Ja, mal gucken, wir gucken. Vielleicht habt ihr recht. Okay, hat der Heiler. Wie könnt ihr es wagen, meine Forschung zu. Wollt den Heiler jetzt halt recken lassen, ne? Zumindest die 2-3 Sekunden, dass er kriegt. Die Eule. Sofort drauf. Mir geht die Geduld aus. Das Licht scheint selbst hier. Also ich nehme mir 3 Orbs mit. Da ist auch noch eine im Melee-Range. Okay, dann nehme ich die noch. Das Tank versuche ich halt, möglichst den DDs auch ein paar zu lassen. Das letzte Mal sind wir hier an dem Movement-Ding gestorben. Weil die Leute da weggerippt sind. Das war jetzt ganz schön knapp, da sind jetzt auch schon fast wieder. Alter, was haut denn der mir rein, bitteschön? Okay, beim nächsten Ding muss ich auf jeden Fall nochmal was ziehen. Ich hab nochmal Inka. Mir geht die Geduld aus. Das Licht scheint selbst hier. Okay. Jetzt habe ich nur eine Orb, ne, Kollegen? Ja gut, okay, das geht als Tank. Soll ich mal Double Dings decken? Dreifach Active Mitigation und Inka? Okay, dann habe ich jetzt noch 2 Walls und ein Trinket fürs nächste. Müsste eigentlich. Also ich habe jetzt diesmal 2 Stück. Hütet euch. Hütet euch. Mana wird's beim Heiler jetzt schon langsam eng, ne?
Und jetzt ziehe ich mal mein Trinket da rein in das Ding. Die zwei Walls habe ich jetzt noch. Was habe ich denn jetzt? 3 Orbs, das passt. Hütet euch. Ich habe jetzt noch eine Wall. Das ist zu weit entfernt. Noch so viel zu entdecken. Was für schwer. Die pull ich mal raus, die Kollegen. Oh, vielleicht hätten wir den Heiler noch ein bisschen mehr regen lassen sollen. Oh, jetzt bin ich in die Falle reingecharged. Ich ziehe jetzt mal eine Wall. Und ein Dings hier. Ich muss mal desorientieren. Also theoretisch können wir die nächsten auch skippen, ne? Also wir haben weitaus genug Prozent. Ich weiß nicht, ob jeder einen Trank hat. Den blutigen Tiefen kann niemand entkommen. Auch ihr nicht. Ich weiß nicht, ob er auch ein Ding hat. Okay. Sind alle drüben, oder? Ja, dann auf geht's. Lol, dann hätten wir sogar beide skippen können. Das war jetzt eigentlich ziemlich dumm. Dann hätten wir... Wir haben eine... Also, wir hätten halt beide Gruppen skippen können, ne? Naja, gut, scheiß drauf. Wisst ihr, was ich meine? Ich hab den Extra-Button, ne? Muss ich jetzt gleich mal gucken. Schauen wir mal. Und nochmal. Ah, wir hätten den Heiler. Der kann jetzt hier nicht mehr. Ich glaube, der hat sich nicht vollrecken können, ne? Ich kann das nicht angreifen. Weiß nicht, kann der Heiler hier nochmal aus dem Kampf kommen? Geht das? Bucket, ich krieg richtig. Okay. Also wir müssen jetzt quasi durchziehen. Ich kann ein bisschen... Na, scheiße. Der Heiler hat kaum Mana, ne? Ja, okay, wir müssen weiter. Es hilft halt nichts. Irgendwie rennen die immer durch meiner E durch. Ich wall jetzt mal hier. Hier, ich weiß nicht, irgendwie laufen die Mobs an mir vorbei, aber kriegen den ja eh nicht ab. Mal gucken, ob er das irgendwie gegenheilen kann. I don't know. Versuche jetzt mal möglichst defensiv das zu machen. Ich treffe die, ne? Aber ich glaub, der Heiler hat da, weil die irgendwie vorher schon Akku ziehen, schon so viel Akku drauf, dass selbst wenn ich da Hauen drauf hau, dass der Heiler trotzdem noch höher in der Akku ist. Ich hab gleich nochmal Inka ready.
Hier können wir ein paar Stacks uns holen. 6 Stacks. Ich weiß nicht, ob die Hunde auch 10. Okay. Ein Umkehr. Ja, ich hab Inka. Ja. Also eigentlich müsste ich safe sein, wenn ich Inka ready hab. Also solange Inka zumindest läuft. Lasst mir mal am besten nur den Boss DPSen, dass ich mit Inka... Ja, bei Nicey kommen immer kleine Mobs, ne? Da kann ich mein Ding hochhauen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Jetzt haben wir noch 9 Minuten für einen Endboss. Ich glaube, das könnte was werden. Das wäre sehr nice. Also meiner Meinung nach ist das die schwerste Inni. Wenn ich die natürlich dann schon in Time hätte, wäre natürlich sehr gut, ne? Das wäre natürlich sehr gut. Na, jetzt kann er recken, ne? Lass ich ihn kurz recken. Okay, ich glaube, er hat Mana. Go. Wir sind halt jetzt overcapped 9000. Wir müssen bloß gucken, dass wir den Großen am besten jetzt als erstes machen. Zieh jetzt einfach die Bubble für mich, ne, dass ich ein bisschen Schaden rausnehmen kann. Jetzt mal wollen. Ihr haltet euch für besonders talentiert. Euch werde ich noch Demut beibringen. Oh, mein Trinket-Mana drauf. Viel habe ich jetzt halt nicht mehr. Ich habe jetzt nur eine Wall. Ich kann hier eigentlich nochmal die Bubble auch zünden für mich. Na, jetzt habe ich den Heiler mit erwischt, der auch unter die Bubble wollte. Das wäre jetzt halt eigentlich ganz gut gewesen, wenn wir die nicht noch... Wahrscheinlich... Die sind jetzt halt zu viel, ne? Hätten wir da zwei Gruppen skippen können, aber naja, egal. Müssen wir halt den Endboss noch safe runterspielen. Was soll der Geiz, ja. Sind alle drin? Muss halt schnell meine Bubble ziehen, dann, wenn er seinen Shit macht. Hütet euch. Euch fehlt die Kraft des Steins. Sie ist halt immer am Boss vorne, ne? Oder ich mach sie einfach. Sonst ist ein Drecksack. Wenn ich erst einmal zum Boss laufe und danach die Bubble ziehe, dann dauert es zu lang. Fuck, da muss ich raus. Schau mal. Wir haben ja nur Ranges, also ich laufe nicht zum Boss hin. Ich ziehe eigentlich gleich die Bubble. Das letzte Mal habe ich sie einmal zu spät gezogen. Ich bin nämlich erst an den Boss hingelaufen. Und das hat einfach zu lang gedauert. Bis quasi... bis die Bubble stand, ne? Das mache ich jetzt diesmal nicht mehr.
Jetzt habe ich leider nicht mehr viel. Ich habe jetzt noch eine Wall gleich noch. Ich Wall jetzt mal noch. Da habe ich absolut nichts mehr. Barkskin können wir noch ziehen. Barkskin? Hütet euch. Blutet für eure Verbrechen. Oh fuck, jetzt bin ich zu früh. Oh, hab ich den Hit abgekriegt? Ich weiß gar nicht. Aber ich habe ja eh so ein Shit, dass ich nochmal 10 Sekunden länger überlebe und bei 50% ist eh Feierabend. Das war gut. Oh, der eine hat sogar Schlüsselmeister jetzt gekriegt. Das war seine letzte. Nice, haben wir die Inni schon mal abgeschlossen. Das soll nämlich eine der beschissensten sein. Ah, hier waren auch die Quests drin, ne? Für die Woche. Schuhe. Umhang. Der wäre sogar... Schuhe brauche ich nicht. Das war ein schöner Run. Das war ein sehr schöner Run, oder? Kann man echt nichts sagen. Hat sich rentiert. Haben wir den nächsten... Warte. Hä, warum hat er jetzt nicht gezählt? Dauert das jetzt noch, oder? Was hat der da für einen Key? Ja, das war ein guter Run. Sehr schön.